herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch hier jetzt den fünften Teil von meiner kleinen Videoreihe mitgebracht, in dem wir ein Junk Journal Notizbuch basteln, craften und so weiter. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich aus dem letzten Video, es geht um dieses Herzchen, es ist noch am Trocknen. Das heißt, die Mod Podge Schicht möchte noch ein bisschen ruhen und trocknen. Ja. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, herzlich gerne. Jetzt ist eine gute Gelegenheit. Und ansonsten freue ich mich über Likes, Kommentare und Co. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, das Herzchen trocknet. Also müssen wir uns etwas anderes zu tun suchen. Ich habe mir jetzt geschnappt, hier so ein bisschen Inhalt, also das ist die Seitenfarbe übrigens, die von den Signaturen. Und ich habe mir hier die beiden Cover geschnappt, die die Signaturen dann halten. Das Thema Beweisstück und meine ganzen Metallteilchen hier schiebe ich jetzt erstmal zur Seite. Und nun möchte ich natürlich, dass diese Cover sich auch schön einfügen dann in das Journal-Notizbuch. Ich habe mir hier drei Teile zurechtgeschnitten, in denen ich kleine Täschchen machen kann für die Innenseite des Covers. Kann ich natürlich erst aufkleben, wenn das Mod Podge trocken ist. Ich habe einen Stencil und ich habe diverse Farben. So, natürlich habe ich hier auch noch Gedöns zum weiteren Basteln. So, und dann möchte ich jetzt einmal mit euch schauen, was kann man denn tun? Ich habe an der Stelle nämlich vor, dass die Cover an sich jeweils einen Spruch aufs Deckblatt bekommen, der ein bisschen hübsch gemacht wird. Ich habe auch vor, dass die Innenseiten, die ja als einziges tatsächlich weiß dann sind, in dem ganzen Teil irgendwie ja, bebastelt und befärbt werden. Muss nicht komplett sein. Also es darf auch ruhig ein bisschen weiß da bleiben. Wir haben ja auch hier im Cover weiß und wir haben auch hier in dem anderen Cover weiße Punkte. Das heißt, es muss jetzt nicht komplett das Weiß eliminiert werden. So, was ich mir jetzt vorgestellt habe, ist, ins Cover kommen drei Täschchen. Was könnt ihr euch denn so vorstellen? Ich tue mal so, als wäre das hier mein Innencover. Ihr habt drei Taschen, die so übereinander liegen und wo man dann einfach kleine Sachen wie zum Beispiel Text reinpackt. Das ist ein Teil, den ich gerne ins Innencover machen möchte. Als zweites möchte ich auf die Rückseite einen Bellyband machen. Das muss ich aber tatsächlich dann erst basteln, wenn ich das Cover wieder richtig in die Hand nehmen kann, weil ich sonst nicht weiß, wo ich was schneiden muss. Die Dinger kann ich schon vorbereiten. Und natürlich können wir hier bei den Hasen hier auch noch was tun. So, ich habe mir jetzt gedacht, wir schnappen uns Sternchen. Sternchen gehen immer in jeder Lebenslage. Entweder machen wir sie gerade oder schräg oder wie auch immer. Ich habe mich jetzt hier mal für gerade entschieden. Und stenzeln wir mal das Ganze. Ich habe mir hier ein Probestück geholt, weil ich weiß noch gar nicht ganz genau, ob diese Farbe, die ja dann die Paper sind, also die wirklich die Inlays von der Signatur, ob das wirklich passt. Mit der Farbe, die ich mir hier ausgesucht habe. Und hier habe ich jetzt nämlich einmal Speckled Egg und gucke mal, ob das jetzt überhaupt irgendwie zur Geltung kommt. Was man natürlich immer machen kann, ist einen Kontrast verstempeln. Also ich könnte jetzt auch lila nehmen, das würde total gut passen. Aber insgesamt zu meinem Journal würde es nicht passen. Also das kann man durchaus mal benutzen. Speckled Egg passt. Es kann sogar sein, dass ihr noch ein bisschen was Dunkles habt. Meine zweite Farbe, die ich hier habe, ist Stormy Sky. Stormy Sky. Ja. Tut auch, wobei ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich in meinem Dobber hier tatsächlich noch ein bisschen Farbe habe. Wobei ich dieses Ding auch wirklich nur für Blau benutze. Mir kommt jetzt gerade so die Idee, dass, sag mal, mindestens mal von der Coverfarbe her, dass Stormy Sky doch ein bisschen mehr Kontrast bieten könnte. Was immer Kontrast bietet, ist das Thema Vintage Photo. Das habe ich auch an anderer Stelle schon benutzt und das würde ich auch hier wieder benutzen, um die Cover ein bisschen zu umrunden, zu distressen. So, ich mache das jetzt einfach mit Stormy Sky. Da kann überhaupt nichts schief gehen. Und es darf ruhig Ton in Ton sein. Also das ist auch wirklich mein Plan. Ich habe hier überhaupt nicht den
die Ambition, dass das hier mega knallig wird, weil allein das Cover an sich ist ja schon knallig, ne? Und hier bei diesen Stencils kann man tatsächlich auch ein bisschen mit der Farbintensität arbeiten, indem man einfach weniger oder mehr aufdrückt. Und hier so ein paar so richtig dunkel fabriziert. Und ein paar etwas heller fabriziert. Und irgendwann hat man nur noch so eine gehauchte Farbe. Und so kriegt man auch Lebendigkeit in sein Journal. So, jetzt möchte ich nämlich hier immer das nur noch ein bisschen leichter machen. Angedeutet und ein Sternchen in der Seite, das ist nur noch dahin gehaucht. Gucken, ob das geklappt hat, was ich mir so vorgestellt habe. Yes, Funst. Teil 1. Teil 2 will ich ähnlich anordnen, also dass ich auch wieder unten die volle Sternenreihe habe. Ich mache die jetzt gleich oder sehr ähnlich auf jeden Fall. Das heißt, ich mache auf jeden Fall die linke Seite kräftiger und werde nach rechts hin immer weniger kräftig. Wir werden das gleich noch ein bisschen distressen. Ja, man kann das jetzt natürlich im Kontrast distressen. Also ich könnte jetzt der Vintage Photo fürs Distressen dieser Taschen nehmen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Weil wenn ich mich recht entsinne, habe ich nämlich immer in meinem Cover in der Innenseite auch die Blätter ein bisschen mit Vintage Photo Distressed. Dann macht das durchaus Sinn, auch hier diese Taschen in der gleichen Farbe zu machen. Das macht durchaus Sinn und Mehrwert. So. Schwupp, schwupp und der letzte ist nur noch so ein bisschen dahin gehaucht. Ja, ich weiß, man kann es noch nicht so richtig als Tasche identifizieren. Dann komm, oh, Geduld, Geduld. So, weil jeder, der dieses Video sieht, der weiß ja auch, dass das wirklich eine Mischung zwischen Tutorial und Craft with Me ist. Ich erzähle euch irgendwo unseren oder vielleicht auch tiefsinnige Sachen, ich weiß es noch nicht. Und dabei bastle ich ein wenig und erzähle euch natürlich auch was zu meinem Gebastelten und hier und da kommen Tipps und Tricks um die Kurve. Ja, ob ihr sagt, Mensch, das kalter Kaffee habe ich schon längst drauf, weiß ich doch alles. Macht, was ihr wollt. Schreibt mir gerne drunter, ob das, was ich euch erzählt habe, ob ihr das alles schon wusstet. Oder ob ich euch bahnbrechende neue Sachen erzählt habe. Interessiert mich. Ja, weil es gibt tausend ein YouTube-Video. Der eine erzählt ein bisschen interessanter, der andere ein bisschen langatmiger, der nächste ein bisschen wortkarger. Der übernächste zeigt nur was. Ich habe auch schon Videos gefunden, wo, sag mal, Schrift, also quasi eigentlich nur Untertitel und keine Sprache drin war, fand ich persönlich ein bisschen anstrengend, die ganze Zeit in einem Bastelvideo Schrift zu lesen. Hat mir nicht so gefallen, auch wenn das Gebastelte super schön war. So, jetzt haben wir Taschen. Nein, wir haben noch keine Taschen. Gleich haben wir Taschen. Und zwar machen wir das jetzt so, dass wir die Sachen hier zu Taschen machen. So, was möchte ich tun? Auf jeden Fall möchte ich die Unterseite oder die unteren Kanten hier so ein bisschen abrunden und nehme dafür meinen Knipser. Ein was mal Knipser. Mein Eckenstanzer heißt das Ding in echt. Und runde mir meine Ecken hier ein bisschen ab. So, wenn man es richtig reinsteckt, geht es auch. Genau, also das wird im Endeffekt so sein, dass die übereinander sind. Und den kräftigsten Stern suche ich mir zu unterst. Würde immer so zwei Sterne rein rausschauen lassen. Natürlich ist es jetzt noch keine Tasche in der richtigen Form. Wir haben nämlich noch einen Eckenstanzer. Einen Eckenstanzer, sage ich schon. Ich erzähle euch Unfug. Einen runden Stanzer. Der Eckenstanzer darf jetzt erstmal gehen. Und zwar brauche ich dazu noch einen Stift. Und ich wüsste, wo ich ihn hingelegt habe. Dort. Und mein Lineal. Man kann das natürlich auch hier auf der Arbeitsunterlage machen.
Und dann rutscht die aus dem Bild raus. Das ist für euch halt ein bisschen blöd. Dementsprechend nehme ich jetzt einfach Oldschool Lineal. So, Mitte suchen. So, 4,5, 4,5. Also ich habe 9 cm Taschen hier gewählt. Und gehe hier jeweils auf 4,5. Und suche mir hier unten die untere Kante auch gerade. Und mache mir jetzt einfach hier locker flockig so einen Strich in die Mitte. Der Strich in der Mitte heißt einfach nur, da muss ich meinen Stanzer ausrichten. Und wie ich den ausrichte, zeige ich euch auch gleich. Ich möchte nur einen Halbkreis ausstanzen. So viel schon mal gespoilert. Weil ihr seid ja garantiert Bastelvideo-Profis, das heißt, ihr wisst ja eigentlich genau, was ich hier gerade tue. Würde ich mal so vermuten. Das heißt, es ist eigentlich alles hier so, ja, gewohntes Bild für euch. Jemand, der Halbkreise aus potenziellen Taschen ausstanzt. So, was man machen kann, man kann dieses Ding jetzt hier rausnehmen. Zieht sich das jetzt hier in den Stanzer rein. Kann man natürlich auch treffen. So, jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade selbst verarscht. Und so, ich richte das jetzt einfach mal selbst. Das ist jetzt ein bisschen aus. Und zack, hol mir einen Halbkreis raus. Ich versuche es bei allen ähnlich tief zu machen, dass wir rechts und links einmal ähnlich viel abknipsen. Also das heißt, ich richte mich jetzt an diesen beiden Linien hier aus. Das muss nicht gleich sein, aber ähnlich wäre schon schön. Also einmal Mitte treffen, rechts, links, die beiden Striche hier nutze ich. Man muss sich einfach immer Hilfslinien suchen. Also sucht euch einfach was, wo ihr euch gut dran orientieren könnt. So, das heißt, im Endeffekt haben wir jetzt tatsächlich so. 1, 2, 3 Taschen, die dann so im Cover wohnen werden. Kann ich hier mein Lochstanzer wieder zur Seite rollen. Wieder zusammenbauen. Oder auch nicht. Was mir hier noch fehlt, ist das Distressed. Und da hatte ich ja eben schon gesagt, im Cover habe ich Vintage Photo benutzt, um, sag ich mal, diese Karte, die ich reingeklebt habe, dort reinzuholen. Das benutze ich jetzt auch wieder. Da haben wir einen kleinen Kontrast und ein bisschen Räumlichkeit. Ne? Also je besser ihr distressed oder je mehr der Kontrast beim Distressen ist, desto bessere Räumlichkeit kriegt ihr in eure Papiere. Oder in das Gesamtbild am Ende. So, dann haben wir ja schon mal vorbereitet fürs Cover. Ich denke mal, das wird ein Streich sein für den morgigen Tag. Weil einfach, ja, das Mod Podge möchte einfach ganz in Ruhe trocknen. Ich habe es euch ja gezeigt. Ihr seht noch ein bisschen was Helles bzw. was Weißes. Und solange da was Weißes sichtbar ist und es auch noch so glänzt, wie es eben geglänzt hat, darf es einfach in Ruhe trocknen. So. Ich habe ja eingangs schon mal erwähnt, also wer das erste Video gesehen hat, der hat das auf jeden Fall mitgekriegt. Ich wiederhole es nochmal kurz in Kürze, ist auch schön doppelt gemoppelt. Ich möchte dieses Journal sehr wenig dekoriert gestalten, einfach damit die neuen Besitzer sich darin austoben können. Damit einfach, ja, meine Cousine und Co., damit die einfach alle zusammen, ich weiß nicht, was auch immer sie damit machen wollen. Ne? Also Fotos reinkleben oder Tagebucheinträge machen oder das als Gästebuch benutzen. Was auch immer denen in den Sinn kommt, da möchte ich gar nicht so viel vorgreifen. Ich werde lediglich ein bisschen Platz schaffen, um, sag ich mal, Fotos oder Karten reinzupacken, um mir jetzt mal Text und Notizen in solche Täschchen zu packen. Und das werde ich im Cover machen und jeweils
in den ja, Signaturcovern. Also das heißt, da kommt noch das Inlay mit den ja, Seiten rein, mit dem Blau. Und hier in den offenen, in den Pappcovern sozusagen, da möchte ich dann die Möglichkeit schaffen, dass man da noch was drin verschwinden lassen kann oder was reinstecken kann. Ihr erinnert euch, das Innenteil von meinem Buch hat diese Anker. So, jetzt habe ich hier zwei Inlays oder zwei Cover von den Inlays. Mein Gott, ist das schwierig. Und ich würde jetzt tatsächlich hier aus jedem, bei jedem Teil einen so einen Anker nutzen wollen. Ja, so einen Ankerteil. Aber das nicht unbedingt in einem verbauen, sondern einfach in beide reinholen. So. Was mir da vorschwebt, ist einmal hinten und einmal vorne das Ganze zu tun. Ich habe hier bei den Teilen habe ich die L-Größe gestanzt, die Ecke. Und werde das hier genauso tun. Dann kann ich nämlich den einen Part hier reinholen, immer mit so ein bisschen Abstand, dass man das außen noch sieht, damit man das noch schön distressen kann. Und hier genauso. Jetzt schaue ich mal, wenn ich das hier jetzt in der Hälfte teile, dann dürfte das eigentlich gut hinkommen. Jetzt organisieren wir mal ein bisschen um auf diesem wunderschönen Schreibtisch und holen uns mal mein Schneidekerzchen hier rüber. So, dieses Wertegerät hier hilft mir immer sehr, Sachen gut oder gerade zu machen. Wir haben hier genau 21 cm übrig, 21 geteilt durch 2, da sind wir bei 10,5. Und dann holen wir uns das hier einmal, teilen wir uns das mal durch. Jetzt habe ich zwei gleiche Teile. Daraus sollen diese kleinen Eckentaschen werden. Und was ich besonders schön finde, ist nämlich ein zweiter Schneider, den ich von meinem Opa mal bekommen habe. So, der ist, wie ihr seht, für die alten Fotos. Das heißt, früher wurden die Fotos ja alle noch schön per Hand in ein Album geklebt. Und sie wurden auch schön per Hand hübsch geschnitten, entweder mit einer Konturenschere oder aber mit so einer Schneide hier. Ich werde jetzt diese Schneide benutzen und mir hier die Ecke abschneiden. Ratsch. So, ihr seht, wir haben eine Tasche. Die Dinger nicht wegschmeißen, die werden garantiert noch irgendeinen Sinn haben. Welchen? Keine Ahnung, wir werden ihn finden. Jetzt kommt Tasche Teil 2. Die haben auch keinen Anspruch darauf, gleich groß zu sein. Also sie sind schon sehr ähnlich groß. Wenn man sich das hier so anguckt, schwupp, schwupp. So, und jetzt habe ich hier für mein eines Cover in eine Tasche und für mein anderes habe ich auch eine Tasche. Da kann man dann schon mal schön was reinpacken. Was ich mir noch vorgestellt habe, da erstmal dieses Schneideteil wieder weg, schwuppdiwupp. So, also ich hätte jetzt quasi eine Tasche hier, eine Tasche dort. Und was ich mir noch gut vorstellen kann, ist jeweils ein Bereich, wo man was hinterstecken kann. Vielleicht nicht unbedingt an der gleichen Farbe, weil hier mal dieses Grün, dass man hier nochmal einen Bereich hat, wo man was hinterschieben kann. Entweder von innen nach außen, was auch geht, ist von außen nach innen. Da fällt einem das leichter raus. Das muss ich dazu sagen. So, das heißt, ich würde nämlich hier. Ich überlege gerade, was ich wie rum mache, ob ich einmal von innen nach außen, einmal von außen nach innen das Ganze anstelle. Ich habe nämlich auch noch ein Stück davon. Ich habe auch noch weitere Stücke davon, aber die werden zu Bellybands. Das heißt, wenn ich das hier an die Außenseite packe und das hier an die Innenseite, weil wenn man es innen reinsteckt, braucht man ein bisschen mehr Fläche zum Halten. Dann ist das wahrscheinlich eine ziemlich schlaue Sache. So, ja, jetzt bin ich wieder auf dem gleichen Trip, mein Schneidebrett hier wieder rüber zu holen. Dieses Mal könnte es allerdings schwierig werden,
ein schönes riffeliges Schneideteil auch noch zu nutzen, weil das ziemlich kurz ist. Ich glaube, das passt. Gucken. Augenintegral. Nope. Das passt nicht. Entweder hole ich mir eine Konturenschere rüber oder ich benutze einfach nur die Gerade. So, jetzt muss ich immer messen. Wie hoch ist denn hier mein Cover? Ist 19. Ich müsste jetzt ein bisschen weniger als 19 schneiden, damit ich oben und unten noch ein bisschen Luft habe. Also lassen wir mal oben und unten einen halben Zentimeter. Also müsste ich hier tatsächlich bei 18 entlang Marker machen. Hier genauso mache ich mir bei 18 entlang Strich. Und schnippel das ab. Ja, natürlich kann man das jetzt auch mit der Schere machen. Ganz klar. Und wie immer an solchen Dingen gibt es ein Aber. Wenn es mit der Schere gemacht ist, irgendwie wird es immer ein bisschen schief. Und je näher ich hier an einer gerade geschnittenen Kante bin und das dann mit der Schere geschnitten habe, sieht das wirklich blöd aus, wenn es irgendwie abweicht. Das hier kriege ich hin, dass das parallel zu der Ober- und Unterseite ist. So, ich hatte ja gerade gesagt, ich möchte hier das nach innen machen, dass man so reinsteckt und das dann wiederum nach außen. Ich nehme jetzt meinen Eckenstanzer und mache mir bei dem Teil, was innen ist, man muss auch treffen, sonst sieht es kacke aus, mache mir das hier rund, so, ja, auf dem richtigen Tritt, ich freue mich. Und hier möchte ich das dann nach außen machen. Da nehme ich mir dann die Außenseite vor. Und nehme das gleich. So, also hier verfolge ich quasi die Außenlinie. Dort auch, mal halt in umgekehrter Reihenfolge. So, jetzt habe ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Was mache ich denn jetzt? Also ich kann jetzt natürlich, und das macht wahrscheinlich auch total Sinn, mir entweder hier die Innenseite schick bestempeln oder besprühen, das geht auch. Alternativ kann ich auch mir den Stencil schnappen und hier rumstenzeln. Ich glaube, da denke ich nochmal eine Sekunde drüber nach und werde mir jetzt erstmal diese Dinger hier schnappen und distressen. Die Sache, die ich aufsetze, distresse ich mit der Vintage-Foto-Farbe und das Dingens an sich, das distresse ich mit dem Stormy Sky. Da haben wir erstmal wieder eine Abweichung. Also ein bisschen anderen Kontrast an der Stelle. Das ist hier so ein bisschen angeschmuddelt. Das andere wird dann einfach so ein bisschen Ton in Ton blau. Ich habe auch darüber nachgedacht, so mal die Innenseiten oder die Beschreibseiten mit Stempeln noch zu befüttern oder bepflastern. Ich lasse es einfach. Ich weiß auch, dass meine Cousine ein kreatives Wesen ist und mit Sicherheit in der Lage ist, ihre Seiten da irgendwie hübsch zu machen. Bin ich mir ganz sicher. Ob das jetzt jeder mit Stempeln macht, maybe, ich weiß es nicht. Im Endeffekt wieder selber regeln und das Buch, was man vor der Nase hat, sich selber schick machen. Im Endeffekt, ich werde es wahrscheinlich nicht wiedersehen oder ja, wiedersehen vielleicht schon, aber nicht so im Gebrauch. Deswegen muss das natürlich derjenige selber entscheiden, der es bekommt. Und ob er das ganz straight mit Linien und Geodreieck und so weiter bearbeitet und füllt oder ob er da wild drin rummalt und dudelt und macht und tut. Ganz ehrlich, eigene Entscheidung. Eigenes Buch. Es ist immer ein bisschen komisch, wenn hier ein Buch das den Schreibtisch verlässt und nicht mehr meins ist. Weil je länger man sich mit so einem Buch beschäftigt, und das merke ich jetzt besonders an dem Hochzeitsalbum, was ich gerade mache, je länger man sich mit so einem Buch beschäftigt, desto mehr, desto näher ist man sich mit dem Werkstück. Es ist schon so weit, dass ich teilweise von Buchseiten träume und im Traum Ideen habe, wie ich da an der Stelle weitermachen kann.
oder welche weiteren Elemente ich dann noch einbauen will und so. Das heißt, ich muss auch unbedingt, muss da noch einen Umschlag rein oder Umschläge. Ich habe von einer Freundin nämlich noch zwei so Hochzeitstage bekommen. Was weiß ich hier? Diamantenhochzeit kennt ja jeder, goldene Hochzeit und Co. Aber es gibt auch alle möglichen sonstigen Hochzeiten, die man so nicht auf dem Schirm hat. Weil ich finde, solche Hochzeitstage gehören durchaus in ein Hochzeitsalbum. So, naja, auf jeden Fall habe ich im Traum darüber nachgegrübelt, welche Sachen, welche Elemente noch in dieses Album gehören und wie ich auch die Hochzeitstage dann noch mit unterbringe. Und bin dann darauf gekommen, dass ich auf jeden Fall mindestens noch einen gebastelten Umschlag mit einpflegen möchte oder ja, vielleicht auch einen gekauft. Also ich habe noch so ein paar ganz tolle Handgeschöpfte, die ich nicht selbst gebastelt habe, aber die einfach so wunderschön sind, dass sie da perfekt reinpassen könnten. Wenn ich nicht noch eine weitere Blitzidee habe, dann sind die nämlich einfach in diesem Album drin. So, und so bin ich nämlich auch so ein bisschen in dieses Album oder in dieses Journal hier reingeraten. Hey, mach doch mal was Schönes, mach doch mal was Cooles. Mach doch mal was für jemanden, der sowieso schon kreativ ist und Ideen hat. Ja, warum nicht? Ne? Dafür habe ich halt, glaube ich, gerade genau das richtige Hobby. Meditatives Journal basteln. Kann ich jedem empfehlen, der irgendwie ein bisschen Blutdruck hat und sich leicht aufregt. Das geht immer. Meditatives Journal basteln. Macht glücklich und friedlich, kann ich euch nur sagen. Naja, auf jeden Fall macht es glücklich, wenn es gelingt. Ja, und das meiste ist mir bisher gelungen. Klar, manche Seite wird nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Dann habe ich wenigstens was draus gelernt. Das kann man mal wirklich so uneingeschränkt sagen. So, wenn ich das jetzt hier fertig gedistressed habe, kann man natürlich, oder könnte ich natürlich, wunderbar hier noch so ein bisschen was draufklecksen oder es einfach lassen. Außen, auf die Außenseite kommt ja noch ein Stempel drauf, den muss ich natürlich ein bisschen vorbereiten. Der möchte nämlich einfach auf ein Stück extra Papier und nicht einfach nur auf die Oberfläche gestempelt werden. Und ich weiß nicht, ob das dann nicht vielleicht zu viel wird, wenn ich hier auch noch irgendwas in diese Coverseiten reinhexe. Ja, überfrachten. Also gerade wenn es ein schlichtes Journal ist, ist das Überfrachten schon echt blöd. Wir haben ja relativ geradlinige Formen, relativ harmonische Farben und wenn man dann einfach zu viel dekoriert, dann sieht das mit Verlaub bescheuert aus. So, zack, fertig. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also jetzt haben wir das Distressed. Wir haben jetzt hier das Blaue. Das heißt, das wohnt hier. Das wohnt dort. Das wohnt hier. Das wohnt da. Ich hoffe, wir können das hier alles jetzt gut sehen. So wird die Innenseite sein. Und dadurch, dass wir hier ein bisschen Weiß sowieso in den Elementen haben, glaube ich, ist das völlig in Ordnung, einfach mal etwas schlichteres Journal zu machen. Genau, jetzt kommt der Klebepart. Ich schaue mal eben, wie weit dieses Video schon läuft. 20 Minuten, ich glaube, da geht noch was, ne? 20 Minuten ist ja durchaus 15 Minuten. Mal gucken, kann das klar im Vorteil. Das ist ja noch durchaus so, dass ich euch das zumuten kann. Die anderen Videos, die ihr vorab gesehen habt oder vielleicht gesehen habt, die waren ja auch ein bisschen länger. Dieses hier wird einfach ein bisschen kürzer, weil ich nur die Hälfte der Dekoration jetzt machen kann. Kann aber auch sein, dass ich die andere Hälfte dann morgen anschließe und mit in dieses Video integriere. So, jetzt schön die Außenkante kleben an der Stelle. Und auch hier wieder darauf achten, dass es wirklich an den Rand kommt. Also nicht, klar, wenn das ein bisschen überschmiert, ja, man sieht den Kleber hinterher einfach glänzig, nicht irgendwie farbig. Nur kommt hier wirklich an den Rand dran. Aber wenn der Rand wieder irgendwo übersteht oder Wellen schlägt, das ist total blöd. Dann macht das Ganze keinen Spaß. So, ich gucke auch mal, ob ich noch schöne Postkarten finde, weil ich habe immer so schöne Sprüche-Postkarten. Ich habe meiner Cousine auch schon früher immer schön mit
lustigen oder blöden Sprüchen auf Postkarten zugeworfen, könnte man diese Tradition einfach mal fortführen. Ja, also irgendwelche Sprüche oder lustigen Bilder. Das könnte auch mal hier fein in diese Taschen passen. So. Kurz angedrückt. Ich würde jetzt noch nichts da reinpacken. Ich lasse das jetzt erstmal fein trocknen. Und nehmen wir die andere Seite vor. Und auch hier einmal schön außenrum. Nicht sparsam sein mit dem Kleber, nicht zu dünne Ecke. Weil wenn man da wirklich eine dicke Postkarte reinstopft und auch mal ein bisschen drückt, dann braucht es nicht gleich unten durchfallen. Und der Kleber ist dafür gemacht, wirklich eine Fläche festzuhalten. So. Tada. Tja, ich würde gerne mal von euch wissen, ob euch das entspannt, mir hier zuzusehen und zuzuhören, oder ob euch das auf den Nerven geht. Gut, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann muss es ja nicht oder kann es ja nicht so schlimm sein, mit auf die Nerven gehen. Weil sonst wärt ihr ja schon längst nicht mehr an diesem Video, richtig? Oder trübt das? Wenn ich euch irgendwie was Interessanteres erzählen kann, als dass ich das jetzt tue, wünscht euch gern was. Vielleicht kann ich eurem Wunsch ja nachkommen. Vielleicht auch nicht. Das wird sich dann zeigen. So, also das erste Inlay mit Taschen haben wir. Jetzt schnappen wir uns mal das zweite. Und gehen genauso schön am Rand lang. Ja, nicht zu knapp, aber nicht zu dick. Klar, so eine Pinselbreite von diesem schmalen Pinsel ist ausreichend, dafür, dass das vernünftig hält. Nur geht da nicht mit einer Stecknadel rum und macht nur so einen Stecknadelstreifen. Das ist zu wenig. Kann ich euch gleich sagen, das ist, es würde sich nicht von selber wieder lösen. Es löst sich aber allerdings dann, wenn man wirklich mal so eine dicke Postkarte da rein stopft und auch wirklich rein, ja, in die Ecke schiebt hat. So, auch hier immer gucken, dass der Abstand möglichst ähnlich ist, nach unten und nach links an der Stelle. Das sieht ganz gut aus. Jetzt muss ich mal gucken. Da wollten wir quasi hier diese Seite nachempfinden. Das heißt, ich muss die gerade pendeln. So, Oberseite, Unterseite und gerade pinseln. Jetzt bin ich ja heute so viel am Schnacken und am Sabbeln und werde mich gleich noch mit einem Freund zum Spieleabend treffen. Oder das heißt mit einem, also mit mehreren. Wenn ich an diesem Spieleabend doch irgendwie ein bisschen ruhiger bin, dann habe ich tatsächlich heute einfach zu viel erzählt in diesen Videos. Weil ja, ich habe gestern mit damit angefangen, aber heute habe ich weiter. Das heißt, wenn ich heute Abend Anranzer kriege, dass ich zu viel Klappe halte, darf ich vorher keine Videos mehr machen. Nun ja. Ich bin mal gespannt, was für Spiele auf den Tisch kommen. Das ist auch einfach zu lange her, dass wir uns gesehen haben, um mal wieder irgendwie so ein Spieleabend zu machen. Da freue ich mich total drauf. Mit lustigen Menschen einen ganzen Abend voller Gesellschaftsspiele. Was kann es Schöneres geben? So. Ja, jetzt habe ich die Sachen erstmal drauf. Nun kann ich mir natürlich überlegen, was mache ich noch auf die Außencover. Also ich kann die, ich habe jetzt hier überhaupt nicht übergeschmiert. Das heißt, ich kann jetzt wirklich zusammendrücken, ohne dass ich sie mir jetzt zusammenklebe. So, was ich hier gleich noch machen werde, ist einmal drumherum distressen. Vielleicht noch überlegen, ob ich das in blau oder in braun mache. Ich glaube tatsächlich in braun. Ich habe jetzt hier so eine schicke Reihe an. Ich hoffe, sie fallen mir nicht jetzt alle gleich runter. An Tim Holz Stempeln. Und ich glaube, da möchte ich einfach auf jeden mindestens einen draufpacken. Jetzt habe ich natürlich einen viel zu kleinen Acrylblock hier. Vielleicht einen neuen holen. Also den hier möchte ich auf jeden Fall haben. The world of reality has its limits, but the world of imagination is boundless. Herrlich. Gekauft. Life is what happens to us while we are making other plans.
Das ist genau mein Leben. Das ist genau das, was halt immer so läuft, ne? Every possibility begins with the courage to imagine. Ist auch schön. Gefällt mir auch sehr. Und ich glaube auch, experience is not what happens to you. It's what you do with what happens to you. Das ist das Thema mit der Erfahrung. Ich glaube auch, das ist ziemlich gut, das gefällt mir. Ja, wir haben hier auch noch ein bisschen was anderes. Also so lange Texte, Love, Wish, Dream. Ich glaube einfach so ein paar Motivationssprüche, die gehen. So, ich kann die jetzt natürlich auf so eine auf so einen Acrylblock packen. Ich kann die aber auch genauso benutzen, wie sie sind. So, ich muss natürlich gucken, was ist vorne, was ist hinten, was packe ich wohin. Ich glaube allerdings, das heißt, ich glaube, das ist mal so. Ich mache das so. Das ist die Papierfarbe, die die Inlays haben. Diese Papierfarbe werde ich nehmen für unter die Stempel. Dann werde ich gucken, ob ich drum herum reißen kann. Allerdings ist mir das für diesen dicken Stempel irgendwie ein bisschen interessant. Ich glaube, ich brauche ein größeres Stück Papier für den großen. Aber bei denen hier kann ich zum Beispiel wunderbar noch drum rumreißen. Und auch bei denen hier kriege ich das hin. Alternativ kann ich natürlich auch einfach eine Schere nehmen. Oder ich schnappe mir eine große Seite und stempel alles da drauf. Dann reiße ich das einfach einmal drum rum. Und lege die mir erstmal zur Seite für den Ernstfall. Ich hole mir mal eben eine Seite blaues Papier. Und da das alles in Reichweite ist, kann ich es mal noch weiter vollquatschen. Das ist doch herrlich, oder? Allerdings wehrt sich der Papierstapel. Schwupps. So. Fast eine Armlänge weit weg. Nein, ein bisschen mehr als eine Armlänge weit weg. Ich kann das jetzt natürlich in braun machen. Ich finde das aber nicht so schick. Ich mache das lieber in... hier im Black Soot, also wirklich einen schwarzen Stempel, und ich habe ja auch gelernt, Stempelkissen auf Stempel und dann Stempel auf Papier. So, jetzt natürlich mit so viel Platz drumherum, dass man wunderbar drumherum reißen kann. So, und ab. Ja, das sieht auch gut aus. Stempel mache ich mir nachher sauber. Jetzt kommen die Realities. Da muss ich mein Stempelblättlein ein bisschen trocknen lassen. Weil, wenn man richtig gut hier die Stempelfarbe da drauf gepackt hat, dann möchte das Blatt oder möchte die Farbe auch ein bisschen trocknen. Bevor man da dran rumreißt und rumtatscht. Das sieht sehr schön aus, das gefällt mir. So, jetzt kommen die Experiences. Stempel. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon noch raus aus dem Bild bin. Oh, so halt, ne? Ein bisschen was seht ihr noch. Ups. So, letzter Stempel. Und dann darf das Blatt erstmal noch runter trocknen gehen. Ja, so insgesamt interessiert mich natürlich auch, ob euch diese, ja, sag mal, so eine Videoreihe gefällt. Ich mache jetzt natürlich einige Videos hintereinander weg und habe, wenn ich es richtig sehe, schon gute 3 Stunden Videomaterial aufgenommen und rausgebracht bis zu diesem Video. Und fertig bin ich noch nicht. Das heißt, wenn ihr euch alle anguckt, dann habt ihr wahrscheinlich anständige 4 Stunden an meiner Arbeit gesehen. Aber es ist wirklich Real-Time-Work. Das heißt, alles das, was ihr hier seht, was ich hier crafte, seht ihr in Echtzeit. Natürlich außer das Material suchen, zusammensuchen und so. Das ist nicht Real-Time, klar. Aber da könnte ich euch auch einfach nur aus dem Off mit voll labern. Weil ich nehme euch erstmal nicht mit in meine Schubladen. Das ist
möglicherweise interessant, aber so richtig, richtig toll ist nicht. So, derweil ich hier rumgeredet habe, habe ich mich dazu entschieden, das Distressen des, der Innencover hier auch mit Vintage Photo zu machen. Einmal fix außenrum. Und dann würde ich nämlich auch die Stempel ausreißen und auch distressen, genauso mit dem Vintage-Foto teilen. Jetzt kommt ein Aber. Also was ich immer ganz, ganz schick finde, ist, wenn man solche Stempel und sowas, was ich jetzt hier einfach aufs Papier gestempelt habe, danach ausreißen werde, wenn man da noch eine Zwischenschicht zwischen dem Untergrund und dem ausgerissenen Stempel macht. Stück Stoff, Stück Jute, Stück anderes Papier. Gegebenenfalls würde natürlich auch hier so ein Knuddelstück in Frage kommen. Das ist mir jetzt, also jetzt, da ich das gerade dran gehalten habe, ist mir das ein bisschen zu knallig. Allerdings überlege ich tatsächlich über Jute, so ein Juteband oder auch Juteband oder auch hier sowas wie die Jute-Schnur, die ich dann zum Signaturen einbinden nehmen werde. Jute-Schnur steht wieder so ein bisschen ab. Vielleicht ist Juteband an der Stelle besser. Was natürlich auch geht, ist ein bisschen Spitze oder sowas. Vielleicht muss ich da einfach nochmal in den Fundus kriechen und gucken, was ich da einfach wirklich sinnvoll rausnehme. Was auch immer eine ganz gute Klamotte ist, ist so ein Stück altdeutsche Schrift. Also wenn man so ein alles vergilbtes Papier hat und davon auch nochmal ein Stück abreißt, das da drunter packt. Was auch immer geht, ist ein Stück Notenpapier, was man auch so schön da drunter packen kann. Also wirklich so ein abgefetztes Stück. Dann hat man gleich wieder diesen Junk Journal Style, auch wenn die anderen Seiten nicht Junk Journal sind. Ja, also an Notenpapier scheitert es hier nicht. An altdeutscher Schrift auf vergilbtem Papier scheitert es auch nicht. So, kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr das jetzt hier auch nochmal so ein bisschen distressed. Man sieht davon immer nur einen Schimmer, ne? Also, wenn das eingebunden ist, sieht man davon wirklich nur so einen Mini-Schimmer. Ich finde, der Mini-Schimmer macht es dann im Endeffekt aus. So, hier ist oben, da ist unten. Und das ist dieses Mitdenken, was man irgendwann im Laufe des Junk-Journal-Lebens oder Junk-Journaler-Lebens einfach lernt. Hey, cool, hier geht noch ein bisschen distress. Hey, cool, wenn du das machst, dann hast du nochmal den kleinen Wow-Effekt dabei. Ob das jemand, der mal nicht künstlerisch angehaucht ist, irgendwie auffällt. Ich habe keine Ahnung. So, die beiden haben wir fein. Kommen wir mal zu unserem Stempel und gucken mal, was der letzte, den ich gemacht habe. Ah, sieht ganz gut aus. So, ich reiße jetzt einmal grob. Danach reiße ich fein. Was meine ich mit grob, was meine ich mit fein? Also ich habe jetzt erstmal nur die Stückchen hier genommen, weil es sehr sinnvoll ist, wenn man mit beiden Händen hier drumherum kommt. Wichtig ist, die schöne Kante will man ja haben. Das heißt, man hält fest oder dreht runter. Das, was man hochzieht, dieses Blatt hier, hat nicht die schöne Kante. Schön heißt, es ratscht so ein bisschen auf, dass man es wunderbar distressen kann. Weil wenn man diese offene Reißkante, die nimmt das Distressen viel, viel besser auf als die immer nach oben gezogen. Seht ihr, hier ist fast gar nichts von dieser Reißkante so richtig zu sehen. Und gleich, wenn ich euch das ausgerissen hier zeige, hier hat man wunderschön diesen helleren Bereich. Und dieser hellere Bereich, der nimmt das Distressen dann viel besser an. Ich kann euch das hier an der Stelle schon mal zeigen, weil ich wollte ja eh Vintage Foto benutzen. Dann geht man ganz locker hier über diese Kante. Und kriegt es hin, ja, diesen aufgerissenen Bereich wunderschön einzufärben. So. Ja, je nachdem, wie doll man das haben will, geht man einmal oder zweimal rum. Aber so reicht mir das schon. Das sieht ja schon an sich ganz gut aus, aber ich finde, irgendwie muss da noch sowas drunter.
Das wird mir einfallen, auf jeden Fall. Genauso. Hier gehe ich jetzt erstmal grob rum. Das hat mir dann hier die feinere Eskante schneiden. Dann knuddelt sich das Blatt immer so ein bisschen, wenn der Daumen hier nicht so rüberkommt. Das heißt, wenn ihr hier die Möglichkeit habt, euch das mundgerecht auszureißen, dann nehmt diese Gelegenheit wahr. So. Schwupp, rausgerissen. Also mit dem restlichen Stück kann man garantiert noch irgendwas anfangen. Das hier geht jetzt erstmal grob dran, ohne meinen dritten Stempel hier zu zerstören. Schwuppdiwupp, rausgerissen. Und natürlich mit der Zeit wird man einfach schnell mit dem Ausreißen. Man wird auch schnell mit dem Distressen. Das heißt, wenn immer jemand euch was zeigen will, wird er das wahrscheinlich nicht so ratzenfatz machen. Aber so ohne Zuschauer oder ohne diesen Vorführeffekt geht das doch ziemlich schnell. Und es geht auch schon fast automatisch, wo der Daumen nach unten drückt, ist die schöne Reiskante. Da, wo man nach oben zieht, ist die nicht so schöne Reiskante. Das geht irgendwann im Autopilot. Na, wie früh oder wie spät das bei euch im Autopilot geht, I don't know. Vielleicht habt ihr das von Anfang an auch schon perfekt gemacht und nicht drüber nachdenken müssen. Das kann ja alles sein. So, einmal fix ein bisschen distressed, bevor ich mich dann auf die Suche nach weiterem Material begebe. Ja, also es ist echt, es sieht schon fein aus, aber mir fehlt das gewisse Etwas an der Stelle. Mir fehlt der Unterbau unter die Stempel. Die müssen auch nicht alle gleich sein. Kann auch sein, dass ich 3, 4 verschiedene Sachen finde, die ich da drunter bringen möchte. Das ist gut möglich. Ich liebe diese Stempel. Die stempeln so schön sauber von der Schrift her. Ich bin total angetan von denen. Also diese unsaubere Schrift ist immer doof. Also oder sie muss richtig gekonnt unsauber sein. Das ist ja auch wieder cool. Ja, jetzt haben wir erstmal die Stempel frei. Und an der Stelle mache ich jetzt eine kleine Pause und suche mir weitere Möglichkeiten, die ich hier mit einbauen kann. We'll see. Ich werde euch das wissen lassen. Bis gleich. Ich habe nicht lange gebraucht. Und zwar habe ich ein Stück meines Lieblingsmaterials geholt. Packpapier. Ich liebe Packpapier. Jetzt machen wir was mit dem lieben Packpapier, was auch so richtig Spaß macht. 1, 2, 3, Ohren zu. So, weil ich finde nämlich einfach, dass dieser Knülleffekt, der darf sich gerne durchs Buch ziehen. Und ich möchte auch mal auf den Innenteil hier diesen Knülleffekt ein bisschen weiter verfolgen. So, jetzt machen wir mal 2 Sachen. Und zwar einmal kleben wir gleich diese Stempel dort auf. Ich überlege gerade, ob ich vorher mit Gilding Wax arbeite oder hinterher. Und ich glaube, ich werde das Gilding Wax tatsächlich dazu benutzen, die Ränder zu, in Anführungszeichen, zu distressen, also zu Gilding Waxen. So, jetzt werde ich immer die ganzen Dinger hier draufkleben und dann noch wieder ausreißen, wenn sie trocken sind. Das heißt, hier muss wieder der Pinsel her. Mit dem Kleber. So, Reality is boundless. Nehmen wir uns das Ganze mal. Und auch hier wieder schön vollflächig. Weil gerade wenn man irgendwas so layert und dann wieder ausreißt, dann macht das echt Sinn, das Ganze vollflächig aufzukleben. So, ich kann natürlich jetzt hier, keine Ahnung, was Notenpapier und Co. nochmal drunter bringen. Da bin ich jetzt auch gerade am Überlegen, ob ich das tue. Irgendwas in mir sagt mir, das könnte zu viel werden. Also zu viel jetzt einfach für diesen Zweck. Ne? Normalerweise finde ich das total
super und brauchbar. Ich habe jetzt ein bisschen Notenpapier. Nee, das gefällt mir nicht. Also mir gefällt es jetzt nicht, hier Notenpapier drauf zu beamen. So, ich suche mir jetzt einfach hier wirklich einen schönen Parkplatz für jeden Stempel. Und ich brauche so viel Platz, dass ich danach auch wieder drum rumreißen kann. Na, also das Spiel von eben, das geht gleich weiter. Das fröhliche Reißen. Jetzt mal gucken, wie ich die am besten verteile, sodass ich auch irgendwie hinkomme mit meinem Packpapier. Ich habe mir jetzt nicht, sag ich mal, mega viel davon abgerissen. Ich habe natürlich noch ein bisschen mehr, aber das wird schon funktionieren. Ach ja, sonst ist das nämlich nur ein zweiter Zwischenschritt und dann muss ich das nochmal layern, wenn ich jetzt einfach hier irgendwie rum falsch organisiert habe. Sagen wir es mal so. Falsch organisiert habe ich dann, wenn ich das nicht alles hier drauf kriege, sodass ich es dann auch noch ausreißen kann. Das kann ja auch mal passieren. Also ist es nicht so, dass mir das nicht schon mal passiert wäre. Ne? Also laufend komme ich ja irgendwie in die Bredouille, weil ich mir irgendwas anders noch zusätzlich gedacht habe. Als es dann im Endeffekt, oder als ich es vorher geplant habe. Ne? Ich habe mir jetzt gerade hier ein Stück von meinem Packpapier abgerissen. In dem Wunsch, da einfach nur mal so kurz drumherum zu reißen. Wenn ich mir jetzt noch was anderes denke, Notenpapier oder Notenstreifchen noch mit drunter gepackt hätte, hätte mein Platz ja nicht gereicht. Nun hätte ich einfach ein neues Papier genommen. Das Schöne am Junk Journaling ist ja, man hat immer eine Verwendung für die Reste. Alles, was jetzt hier überbleibt, alles, was hier abgefetzt wird, wenn es nicht gerade mini klein ist, das kriegt noch ein weiteres Leben. Wird irgendwo mit verbaut oder irgendwo an einer Ecke kriegt das noch einen super Sinn. Das heißt, so ein Junk-Journalerin, Mensch, der Junk-Journals fabriziert, hat immer in allem Material und hat auch immer irgendwie Verwendung für die Kleinigkeiten. Das ist durchaus praktisch. Andererseits hat man natürlich auch ein super volles Arbeitszimmer bzw. Bastelzimmer. Ich weiß gar nicht, wie nennt ihr eure Höhle? Mir ist es tatsächlich eine Höhle. Ich habe so viel Material hier mit Schublädchen, mit Kästchen und habe auch unter den Schränken noch kleine, sagen wir mal, Schubfächer gebaut, die ich quasi unter den Schrank packen kann, wo ich dann noch Teile drin habe oder bestimmte Buchseiten. Man kann mein Bastelzimmer und Arbeitszimmer tatsächlich so ein bisschen als Höhle bezeichnen. Ja, was ist denn euer favorisierter Ausdruck für euren Bastelbereich? Seid ihr da total organisiert und geordnet oder habt ihr da das mega Chaos? Ja, ich würde mal bei mir behaupten, es ist weder perfekt geordnet noch perfekt chaotisch. Also ein gewisses Maß an Chaos brauche ich, sonst kann ich nicht arbeiten. Und trotzdem freue ich mich, wenn ich alles wiederfinde. Also es muss nicht perfekt beschriftet und nummeriert sein. Es muss auch nicht perfekt geordnet in den Schubfächern oder ähnliches sein. Aber der generelle Wohnort der Werkzeuge und Materialien, den muss ich wissen, weil sonst werde ich irre. Das heißt, wenn ich jetzt eine Lochzange suche, dann möchte ich die nicht in 1000 Schubladen suchen, sondern ich möchte eine Schublade, wo sie wohnt, aufmachen. Und ob sie da jetzt rechts oder links liegt, ist mir relativ egal. So, jetzt haben wir hier wieder den nächsten Part. Der muss allerdings, bevor ich ihn wieder ausreiße, erneut trocknen. Deswegen rette ich jetzt hier wieder meinen Kleber. Ich hänge euch jetzt ab, mache in der Zwischenzeit mal meine Stempel sauber und werde dann mit einem, sag mal, trockenen Papier hier wieder da sein und euch beim Ausreißen wieder mitnehmen.